Die Einladung steht. Da ist ein Platz reserviert für dich und für mich. Gott lädt ein. Der Zauber seiner Nähe steht auf dem Programm. Aktualisiert und neu aufgelegt. Himmel, der die Erde berührt. Und uns. Bethlehem, Melsungen oder wo auch immer du gerade bist. Komm. Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir, die wir so oft auf der Suche nach dem Großen und Außergewöhnlichen sind, auf das Kleine und scheinbar Unbedeutende hingewiesen werden. Und ich muss mich nicht größer oder bedeutsamer machen, als ich bin. Ich muss mir auch nicht zu unbedeutend oder zu vergessen vorkommen. Weihnachten zeigt mir Gott, dass ich von ihm gesehen und angesehen und geliebt bin. Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber zuerst ist es das Fest der Zärtlichkeit Gottes. Thank you.
Martin Luther sagt, wir fassen keinen anderen Gott als den, der in jenem Menschen war, der vom Himmel kam. Ich fange bei der Krippe an. Weihnachten 2020 eine Sternstunde ist? Die Sterne stehen günstig, hat mir vor kurzem jemand erzählt. Jupiter kommt Saturn ganz nah, ein besonderes Leuchten am Himmel. Mir ist besonderes Leuchten auf der Erde im Moment viel wichtiger. Wir brauchen es, wo so schnell jeder einem anderen Stern folgt und andere Maßnahmen für richtig hält. Die meisten kommen eher ins Lamentieren als ins Loben. Das Leben wirkt gerade angezählt. Und gar nicht so, als ob alles günstig stünde. Eine echte Sternstunde ist Weihnachten für die drei Weisen, als der Stern stehen bleibt und als sie verstehen, es steht fest, es ist fix, hier finden wir Gott in dem Kind. In dem Moment ist Weihnachten, als sie ganz auf Jesus setzen. Der zählt. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, gib uns ein Herz voller Freude, wie den Hirten, die zu Jesus eilten und dann überall von ihm erzählten. Gott, gib uns ein Herz wie Maria, voller Glauben, voller Bereitschaft, deinen Sohn anzunehmen. Gott, gib uns ein Herz wie Josef, der fromm war, deinen Weisungen folgte. Gott, gib uns ein Herz wie den Weisen aus dem Morgenland, denen kein Weg für deinen Sohn zu weit war. Gott, gib uns ein Herz voller Lob, wie den Engeln, die von dir erfüllt wurden von Begeisterung. Gott, gib uns ein Herz, das dein Licht widerspiegelt und von dem aus Herzlichkeit in das Leben anderer hineinstrahlt. Lass durch uns deine Welt heller, freundlicher und glänzender werden. Der Zauber deiner Weihnacht wirke heute und immerfort. Amen. In allem, was du zum Leben brauchst, bei allem, was dich gerade berührt, für das, was vor dir liegt, es segne dich, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Frohe Weihnachten.